Was hier passiert, ist sehr speziell. Es werden Drohnen aufgespürt. Thorsten Chmielus ist mit seiner Firma zum Weltmarktführer aufgestiegen. Alles ist hochkomplex, die Software selbst geschrieben. Vieles geheim. Das ist alles top secret. Sie liefern in die ganze Welt. Für wen ist das? Können wir nicht sagen. Wo geht's denn hin? Können wir auch nicht sagen. 1200 Kilometer. Die Firma sitzt tief in der Eifel, weit weg von jeder Großstadt. Keine Störungen, keiner kommt hier unangemeldet rein. Doch wir dürfen in die Welt der Aronia eintauchen. Über 3 Jahre lang, in denen es für sie steil bergauf geht. Uns geht's extrem gut, ja. Wir haben die Auftragsbücher für die nächsten 2 Jahre gefüllt. Fast alle Kunden der Firma bleiben geheim. Nach monatelangem Warten dürfen wir im Januar 2020 drehen. 3 Gäste aus dem Oman sind in die Eifel gekommen. In der omanischen Hauptstadt Maskat soll der Flughafen mit dem System von Thorsten Chmielus ausgestattet werden. Drohnen bilden eine Gefahr für den Flughafen. Wenn sie rechtzeitig erkannt werden, können Maßnahmen eingeleitet werden. Heute geht es um technische Details. Wie stark verlieren wir Reichweite? Wir verlieren Reichweite, ja, 0,2 dB pro Kilometer. Sie statten mit ihrem Drohnenerkennungssystem Yachten aus, Häuser und Flughäfen weltweit. Allerdings sind nur 3 Orte bekannt. Die Flughäfen in Singapur, London Heathrow und eben Maskat. Am Beispiel von Heathrow erklärt er uns sein System. Dann zeigt er hier direkt an, ich habe jetzt 3 Drohnen gefunden und eine Remote zum Beispiel. Ja, und zeigt mir die jetzt hier live auch auf der Map an, wo die Drohnen rumfliegen. Mit Bezeichnung, Höhe, Speed, Gefährlichkeit, wann die eintreffen würden in meinem Ziel und so weiter. Ne? Hier sehe ich zum Beispiel jetzt die ganzen Drohnen rumfliegen, in welcher Höhe die sind, welcher Typ das ist, wann die gestartet ist. Ja, das ist also wie so ein Videospiel quasi, ne? Aber ist halt dann schon ernsthaft. Aber diese Drohnen, die ich da sehe, sind tatsächlich mal geflogen? Genau. Zu Testzwecken? Nö, die waren einfach da. Das ist ein echtes Event, was passiert. Und das ist praktisch, was der Typ im Tower dann sieht. Und der kann zum Beispiel ganz klar sagen, die Startbahn im Osten, die hat ein Problem. Im Westen kann mein Flugzeug ganz normal weiterfliegen. Da habe ich keine Beeinflussung momentan. Da können die Flugzeuge so ganz normal ihren Approach fortsetzen. Ne? Und das spart natürlich enorme Kosten. Was passiert, wenn so eine Drohne in ein Flugzeug kracht, sieht man hier. Eine Riesengefahr. Chmielus ist selbst Informatiker. Seine Softwareentwickler sitzen aber nicht in Strickscheid. Die Software, die sie schreiben, ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine ultra komplexe Angelegenheit, dass das wirklich funktioniert. Ja? Also man kann immer sagen, ja, das baue ich mal so irgendwie. Ne? Aber von der Mathematik und Physik her ist das total der Chaos. Wie haben Sie das so gebaut? Tja, indem wir verrückte Programmierer haben, ganz einfach. Ohne verrückte Programmierer kriegst du so ein System nicht hin. Also wenn du von der Uni oder ein Studium gemacht hast, wirst du das nie hinkriegen, sondern das schaffen nur Leute, die abbrechen. Die ein Studium abbrechen und die absoluten Freaks sind. Also die kriegst du auch nicht mit Geld. Das interessiert die nicht. Ja? Die wollen natürlich auch Geld haben, natürlich. Ja? Aber hauptsächlich interessiert diese Leute, dass das geil ist, dass die richtig Bock drauf haben, das zu schreiben. Ja? Wer ist denn hier Programmierer? Ja, das können wir so nicht sagen. Das ist alles top secret. Also es ist schon wichtig, dass man nicht weiß, wer das wirklich ist. Weil das obliegt auch der Geheimhaltung. Und das sind natürlich auch sagen wir teilweise ziemlich krasse Sachen, die wir hier programmieren. Und wenn jetzt die Leute wüssten, wo das herkommt, könnte das auch Probleme verursachen. Aber Sie haben die Idee? Ja. Sie können das nicht programmieren? Nee. Also irgendjemand muss die Ideen haben, muss die Sache halt führen, muss halt vorausdenken, was in den nächsten 2, 3, 4 Jahren
wichtig sein könnte und wo die Reise hingeht. Und wenn man nicht die richtige Spur hat, bist du nächstes Jahr raus. Das geht ganz schnell, weil dann holt dich der Markt ein. Die Omaner gehen zufrieden. Kleinere Probleme sind gelöst. Wie alle Gäste mussten auch sie die Schuhe ausziehen, als sie in das Bürogebäude eintraten. Das gilt für jeden. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau wie für den schwerreichen Gast aus dem Oman. Eine der vielen Besonderheiten hier. Thank you. See you soon. See you in Oman. Bis bald im Oman. Yeah. Okay. See you. In ein paar Wochen werden sie sich wiedersehen im Oman. So der Plan. Bye bye. Zu Hause ziehst du dir auch die Schuhe aus und natürlich tust du es auch in der Firma. Das ist ein Unding, dass du mit Schuhen in die Firma gehst. Also finden Sie? Finde ich, ja. Warum? Weil ich es zu Hause auch nicht mache. Und ich will hier arbeiten wie zu Hause. Das ist praktisch der Riesenunterschied. Die Handys werden alle eingeschlossen, aus Gründen der Sicherheit. Denn das Abhören übers Handy ist für Geheimdienste einfach. Das gilt für Gäste genauso wie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Niemand hat hier ein Handy an seinem Arbeitsplatz. Das war auch eine Riesendiskussion am Anfang, nur mittlerweile finden es alle super, weil die auch hier nicht mehr gestört werden von irgendeinem Quatsch ständig mit dem Handy. Und das hat mittlerweile jeder, sagen wir mal, eingesehen, dass das eine tolle Sache ist. Mai 2020. Die Antenne wird aufgebaut. Sie soll später in den Oman geliefert werden. Um eine Drohne zu erkennen, braucht man zwei solcher Antennen. Mit drei Antennen ist die Ortung perfekt. Das Prinzip der Triangulation. Sie werden fest verbaut oder können auf einem Anhänger angebracht sein. Dadurch sind sie beweglicher. Wie das schwere Gerät am Ende aussieht, ist auch wichtig. Ja, du musst schwarze Akzente setzen. Weil eure Farbe... Nee, Coolness-Faktor. Das ist einfach cool, so ein paar Sachen noch schwarz zu machen. Wer sagt das? Ich. Und hält's. Die Antenne steht. Aber es gibt ein Problem. Hey, die Klappe ist auf. Aber es ist doch keine Komödie, die wir drehen. Ja, genau, Safety Man. Nee, ich sehe das jetzt gerade nicht. Eigeninitiative ist wichtig, wenn man in der Firma erfolgreich sein will. Marcel Neuerburg löst es auf seine Art. Hey, wie heißt ihr? Bam. Das ist schon geil. Wann die Antenne in den Oman geht, ist noch unklar. Im Moment darf niemand ins Land wegen Corona. Das Projekt steht erstmal auf Halt. Entspanntere Momente, auch hier in Strickscheid. Diese schwere Technik muss trotz allem auch schön aussehen. Erst kommt die Funktion und dann musst du es sexy machen. Weil wenn du es nicht sexy machst, kauft keiner. Sex sells. Selbst bei so einem Gerät? Gerade da hast du mit richtigen Männern zu tun. Und richtige Männer wollen was richtig Geiles haben, was richtig geil aussieht. Wenn das nicht irgendwie martialisch männlich aussieht, sondern aussieht wie rosa, das kauft doch keiner. Das ist Spielzeug. Das ist richtiges Männerspielzeug für Leute, die richtig Kohle haben. Und die wollen was richtig Geiles. Also wir sind für unser Design berühmt, immer. Auch bei den kleinen Geräten und so. Das ist immer, du merkst sofort, oh, das kann nur von Aronia sein, weil es sieht cool aus. Die Kunden sagen das auch wirklich. Also da reden Sie jetzt auch von so einem kleinen Spektrometer? Ja, so eine, zum Beispiel so eine Antenne oder kleinen Spektrometer, genau. Oder irgendwelche anderen Sachen, die wir bauen, die gehen alle erstmal durch eine Designphase durch, damit die auch richtig schön von der Verpackung Sinn machen. Damit die auch cool aussehen vom Design und dann hast du beides. Haben Sie einen Designer? Bin ich. Bei allem hier spielt das Design eine Rolle.
Auch bei diesem Spektrometer, das Aronia herstellt. Damit kann man elektromagnetische Strahlung analysieren. An wen die Teile gehen, erfahren wir nicht. Das bleibt geheim, wie so vieles hier. Permanent wird das Erkennungssystem getestet und weiterentwickelt. Sie zeigen es uns in Strickscheid, weil wir am Flughafen nicht drehen dürfen. Jetzt ist es da. Okay, Lasso. Mithilfe von Kameras werden die Drohnen verfolgt. Okay, da siehst du es schön. Mit der Wärmebildfunktion der Kameras können die Drohnen noch schneller erkannt werden. Weiß ist warm, schwarz kalt. Heute testen sie eine neue Kamera mit besserer Auflösung. Oben ist die neue. Hier sehen Sie die Häuser, die Umrisse von den Bäumen. Und hier sehen Sie eigentlich alles etwas verschwommen. Natürlich sieht man hier, wenn jetzt eine Drohne fliegt, sieht man hier einen weißen Punkt. Bei der hier oben sieht man sogar die Temperaturunterschiede der Wolken. Und sieht natürlich, wenn hier jetzt eine Drohne fliegt, kann man die Drohne so genau ranzoomen, dass man sogar sagen kann, was genau das für eine Drohne ist. Der Chef ist begeistert. Mit Thermalkamera, das ist schon, das ist wirklich irre. Ja? Also du siehst jetzt eine Drohne als 8x8 Pixel Matschfleck in ca. 4 Kilometer Entfernung. Ja? Und mit der alten Kamera kannst du vielleicht einen halben Kilometer die Auflösung sehen. Also das ist Faktor 8 besser. Die neue Kamera macht das Erkennungssystem natürlich teurer. Nicht jeder will das bezahlen. Doch der Chef will das Beste verkaufen. Unter einem bestimmten Niveau gehen wir einfach nicht runter, weil wir sagen, das ist Spielkram, hol dir das irgendwo anders. Sondern wir fangen ab dem Niveau X an und gehen halt dann bis in den Ultra-High-End-Bereich. Ja, und da dazwischen bewegen wir uns. Kameratechnisch? Von allem. Also auch von dem HF-Detektionssystem bieten wir keine günstigen Lösungen an, weil wir davon nicht überzeugt sind. Das ist Kiki. Es sind beeindruckende Möglichkeiten. Und du siehst, das automatische Tracking funktioniert. Zeigt auch hier im Thermal an. Der Chef sitzt nicht nur im Büro. So, Lili. Er will einen Anhänger nach Belgien schleppen, der lackiert werden soll. Für den Oman. Das soll heute noch passieren. Die Belgier warten. Wer da? Er mag diese Fahrzeuge. Deswegen fährt er sie gerne selbst. Manchmal auch zum Einkaufen. Er ist geübt damit. Doch etwas passt nicht. Was habt ihr denn? Das ist nicht das Problem. Stecker gegen Stecker geht nicht so ganz. Ne? Also brauchst du dann erstmal einen Adapter. Wofür ist das wichtig? Blinker, Bremslicht. Aber ihr habt einen Adapter. Nö. Und das war's jetzt. Der fährt da heute nicht, der fährt erst morgen. Dann müssen wir so irgendwo einen Adapter hinkriegen. Dann frag mal Bernd und Co. oder wen auch immer, ob der einen Adapter rumfliegen hat. Weil die Sein Mitarbeiter sucht und findet auch tatsächlich was. Ja. Der passt da rein, oder? Doch auch der passt nicht. Ja, dumm gelaufen. Schade. Die Aronia sitzt unweit der belgischen Grenze, in der Abgeschiedenheit. Die Firma ist geheimnisvoll und doch auch offen. Wir dürfen fast überall dabei sein. Aha. Begleiten den Chef, wenn er mit seinen Mitarbeitern spricht. Thorsten Chmielus macht oft Verbesserungsvorschläge. Meist sind sie sich schnell einig. Ja.
Hier ist gerade keiner da, wie man sieht. Alle beim Zahnarzt. Sehr schön. Auch politische Treffen wie die der G8 werden zum Beispiel mithilfe des Aronia-Detektiersystems gesichert. Der Verkauf läuft sehr unterschiedlich ab, je nach Kunde. Sehr schön, genau, ja. Kommt wirklich auf den Kulturkreis an. Es gibt denjenigen, der einfach sagt, ich habe hier Betrag X, was weiß ich, 5 Millionen Euro, was kriege ich dafür? Ich vertraue dir, hast gekauft, Chips rüber. Ja? So, und dann gibt es diejenigen, die um jeden Pfennig fuchsen, an Sachen, die es überhaupt nicht wert sind, zu diskutieren. Sagen wir mal, so ein System kostet 500.000 Euro, so ein Klotz hier. Ja? Und dann geht's los, ja, aber das Kabel, das kostet 1.000 Euro. Das kann doch nicht sein, dass das Kabel 1.000 Euro kostet. Das kann doch nur 200 Euro. Dann streiten die wirklich um das 1.000-Euro-Kabel. Statt zu sagen, gib mir doch mal 2% Discount auf den 500.000-Euro-System. Ja? Nö, nee, 1.000-Euro-Kabel, Riesenproblem. Ja. Das musst du halt vorher schon einpreisen. Der Kunde muss immer den Preis zahlen. Ja? Also, ob du es jetzt vorher draufschlägst und dich dann runterhandeln lässt, je nachdem, welchen Kunden, weißt du das ja vorher auch. Ja? Oder du machst irgendwelche anderen Goodies dazu, die dich in Wirklichkeit nicht wirklich was kosten. Ja? Irgendein Software-Update oder sowas. Ja. Für den Flughafen in Maskat wird mittlerweile die Technik verpackt. Das Material wird nach und nach in den Oman geflogen. Ein Techniker darf mittlerweile ins Land. Aber durch die Corona-Regelungen ist alles sehr aufwendig geworden. Quarantäne und so weiter. Alles verzögert sich. Auch die große Zeremonie mit dem Sultan von Oman wird immer weiter verschoben. Wann das System fertig installiert ist, weiß hier gerade niemand. Der hat den, der da hinten hat den auch. Der hat beide auch. Das Problem mit dem Anhänger für Belgien ist derweil immer noch nicht gelöst. Genau, es geht darum, dass die den bei der Reparatur falsch verbaut haben. Die haben statt einer Buchse einen Stecker verbaut, die Idioten. Weil der repariert wurde, der Unimog, den haben wir ja als Unfallwagen gekauft. Und das ist das ganze Problem. Das heißt also, wir tun den jetzt nachrüsten und dann ist alles gut. Dann können wir direkt den Mastanhänger dran machen, puff und fertig. Ja. In ein paar Tagen wird das Problem endgültig gelöst sein. Viele der Wagen hier werden mit Antennen und dem Detektiersystem ausgestattet. Ihre Geschichte ist oft speziell. Praktisch. Diese Wagen haben Sie ja irgendwie von der Bundeswehr gekauft, oder? Die haben wir von einem Händler gekauft, der sie von der Bundeswehr über dubiose Kanäle gekriegt hat. Wo man am besten gar nicht nachfragt. Aber sie sind da. Legal gekauft. Also normalerweise werden die erst in 25 Jahren ausgemustert. Die kriegt man nicht. Weil die sind niegelnagelneu. Das ist das neueste Modell. Und das neueste Projekt ist dann hier der Schwarze da. Der hat halt Allrad, Höherlegung drin. Ja, alles, was man sich an Ausstattung halt wünschen sollte bei so einem Fahrzeug. Ja. Dann kommt halt komplettes Kommandozentrale kommt hinten rein mit 4 Monitoren. Im Endeffekt sitzt man später vorne drin, drückt einen Knopf und alles fährt automatisch aus. Die Produktion der Fahrzeuge haben sie bisher outgesourced. Eine mobile Kommandozentrale gewissermaßen. In Zukunft wollen sie die selber bauen. Und das ist halt dann der Vorteil, du hast das in-house und deswegen tun wir da hinten neu bauen. Da wird jetzt dieses Jahr angefangen, eine neue große Halle zu bauen. Und dort ist praktisch dann speziell für Fahrzeugausstattung eine Halle mit riesigen Kranen, wo du das abheben kannst und allem drum und dran. Dafür braucht er dann mehr Mitarbeiter. Schon jetzt ein Problem. Wenn wir genug Leute kriegen würden, könnten wir unseren Umsatz verzehnfachen. Gar kein Problem. Aber momentan müssen wir Aufträge ablehnen. Dass wir einfach sagen, nö. Macht selber, oder? Macht selber oder wartet 5 Jahre. Und dann sagt der Kunde, ja, hier 5 Jahre. Ich brauche das sofort. Ich habe da eine super Yacht, die muss sofort ausgestattet werden. Kostet was wolle. Ja, und dann sage ich, ja, ich habe keine Leute dafür. Ja, aber du kriegst so und so viel Euro mehr. Ja, hier ist nichts zu machen. Ja? Ja, allein so eine Yacht zum Beispiel auszustatten. Ja. Der Typ, der verdient pro Jahr zig Milliarden Euro. Ja?
hat davon 3 Superjachten und jetzt will er die ausstatten gegen Drohnen. Ne? Ja. Das musst du von vorne wieder anfangen, auf einer Superjacht sowas zu installieren. Das ist nicht einfach das System nehmen, wir machen es dorthin, sondern du musst verschiedene Sachen jetzt beachten. Das Ding wankt, das rollt, du musst deine Stabilität reinbauen, die Kameras sind ganz anders, die Verkabelung auf so einem Ding ist anders. Das ist eine Riesennummer. Du bräuchtest praktisch nur eine Mannschaft, die nur Yachten macht, sonst nichts. Ja. Da hast du haben wir ja in der 10 Leute, gesehen, die sich damit beschäftigen müssen. Ja. Im Moment arbeiten hier 45 Menschen. Ein eher kleines Unternehmen also. Und mit viel Geld will er niemanden locken. Das Miteinander ist ihm wichtiger. Mit dem Chef ist eigentlich sehr gut ausgekommen. Er, sag ich mal, macht keine Unterschiede, was man gelernt hat, was man ist. Er ist sehr natürlich, duzt jeden direkt oder bietet einem immer direkt das Du an. Also jetzt nicht irgendwie von oben herablassend, sondern, sag ich mal, auf einer Ebene mit einem kommunizieren. Niemand soll also besser gestellt sein. Die Leute haben es gut hier. Die Firma hat einen eigenen Koch für alle. Jeden Tag bereitet er 2 Gerichte zu. Die Mittagsatmosphäre ist fast schon familiär. Die Kantine, ein Ort der Begegnung. Und das sieht man auch nicht in jeder Firma. Das stimmt. Oh, das stimmt. Viele Monate später sind wir wieder da. Januar 2023. Der Transporter ist inzwischen fertig. Die Technik komplett verbaut. 1,5 Millionen Euro würde das Fahrzeug so ungefähr kosten. Der mobile Einsatz ist bei vielen Kunden offenbar sehr gefragt. Hier sehen wir momentan den Bildschirm. Wir detektieren nicht nur die Drohnen an sich, sondern auch, wo steht der Bediener? Wo ist die Drohne gestartet? Welcher Hersteller? Welches Modell? Wir können sogar die Seriennummer der Drohne auslesen. Spezielle Fertigkeiten einerseits. Andererseits passiert auch sowas. Der richtige Schraubendreher fehlt. Das Oman-Projekt ist inzwischen fertig geworden, das System installiert. Das Projekt ist in der Corona-Zeit in Betrieb genommen worden, hat das Ganze halt etwas komplizierter gemacht. Wir mussten im Endeffekt schauen, wie wir vor Ort für den Kunden das Ganze in Betrieb nehmen können, ohne Probleme zu bekommen, dass wir halt in Quarantäne müssten oder sonst irgendwas. Alle hier sind froh, dass das Kapitel vorbei ist. Irgendwann wird es im Oman vielleicht auch noch eine feierliche Einweihung geben. Bei der neuen Halle gab es auch Verzögerungen. Nun ist sie komplett fertig gebaut. Nur innen wird noch ein wenig gewerkelt. Thorsten Chmielus zeigt sie uns im April 2023. Ajo. Nice. Ja. Das ist hier dann die Fahrzeugproduktion bzw. die Shelter, die wir bauen und halt die Mastanhänger. Die kannst du dann hier reinfahren mit dem riesen Kran, den wir da haben. Kannst du die hochholen, da vorne auf die Plattform stellen, dran arbeiten und dann wieder runterholen und wieder montieren. Ein Millionenprojekt. Der Firma geht es finanziell sehr gut. Sie wächst und wächst. Ja. Cool. Wann ziehen Sie denn hier ein? Oder die Produktion? Eigentlich schon seit 2 Monaten, ne? Aber wir haben keine Zeit. Warum? Aufträge. Ja, also wenn ich Leuten sagen, hier jetzt Umzug, dann sagen ja, keine Zeit. Wir müssen erstmal den Auftrag fertig machen. Ja. Die Konzeption der Halle lag auch in Händen der Mitarbeiter, vor allem in der von Marcel Neuerburg. Der Chef hat uns im Endeffekt fast freie Hand gelassen und hat gesagt, plant mal das, was ihr für richtig haltet, was ihr benötigt an den Arbeitsplätzen, wie ihr euch das vorstellt. Und daraufhin konnten wir halt wirklich komplett das ganze Gebäude mit planen, entscheiden. Und klar macht das einen irgendwo stolz, wenn man sieht, wie dann auf einmal so ein Gebäude da steht und das auf den Ideen von einem gewachsen ist, kann man sagen.
Ja, Büro, Büro, Büro. Lager, Büro. Hier ist dann die Burn-In-Seite. Also wenn die ganzen Geräte fertig sind, dann kommen die hier hin zum finalen Test. Die bunten Platten sind einem Gebäude in Brüssel nachempfunden, wo der Europäische Rat tagt. So ein bisschen so wie so als Kind, ne? Bisschen was hat's von Kita, ja? Ja, ne? Ja? Das sollte ich auch ein bisschen mehr so in dieses Spielerische zurückversetzen, dass das nicht alles so ernst und keine Ahnung was ist, sondern mehr so, ja, die Freude am Leben, Blumen. Ist Arbeit nicht ernst? Nicht unbedingt. Man kann ja auch Spaß dran haben. Und wenn man das über die Farben vermittelt kriegt, wäre das ja schon mal ein Anfang. Ne? Ist das ein Kratzer? Nee, ein Glück. Zeitgleich wird vor der Halle ein komplettes Detektiersystem abtransportiert. Es ist einer der größten Aufträge, die die Firma je hatte. Wochenlang haben sie daran gearbeitet. Um 22 Uhr muss die Ware beim Auftraggeber sein. Warum ist denn das wichtig, dass es heute noch ankommt? Weil das eine Terminlieferung ist, was wir so mit dem Kunden vereinbart haben, weil das dringend benötigt wird. Wir haben da nur ein ganz kleines Zeitfenster zum Anliefern. Das ist wahrscheinlich jetzt ja wochenlang dran gebaut, oder? Ja. Für wen ist das? Können wir nicht sagen. Wo geht's denn hin? Können wir auch nicht sagen. 1200 Kilometer. 1300 Kilometer. Wir haben den Verdacht, dass das System der Firma in die Ukraine geliefert wird. Aber wir wissen es nicht. Klar ist nur, dass Thorsten Chmielus mit seiner Firma vom Krieg profitiert. Durch den Ukraine-Krieg ist halt Faktor 2, 3 auf einmal mehr Nachfrage, schätze ich mal, in der Richtung. Und wirklich aus der ganzen Welt. Und wir können halt liefern. Das ist halt das Gute. Wir haben also viel Lager gehabt und können das jetzt so relativ schnell und zeitnah bauen und ausliefern. Seine Leute haben schnell gearbeitet in der letzten Zeit. Die Geschäfte geben ihm aber auch zu denken. Ich habe da schon Bauchschmerzen auch von. Ne? Also gibt da auch so Momente, wo ich sage, nö, mache ich vielleicht dann doch nicht. Ne? Auch wenn es nur ein Detektionssystem ist. Haben Sie da schon Aufträge abgelehnt? Bisher noch nicht. Also bisher hatten wir auch noch keine kritischen Aufträge, wo wir sagten, das geht gar nicht. Was ist denn ein kritischer Auftrag? Das wäre dann mit Hardkill-Komponente, wo eine Ausschreibung ist, wo man sagt, das muss aber das und das haben. Ja, ansonsten kann ich das nicht abnehmen. Hardkill, ein System, das Drohnen auch abschießen kann. Das bauen sie hier nicht. Sind Sie Pazifist? Eigentlich ja. Eigentlich? Eigentlich ja, aber dadurch, dass du Geld, wie gesagt, mit einem Detektionssystem verdienst, korrumpiert dich das schon. Ja, es ist echt hart an der Grenze. Also insbesondere, wenn man dann weiß, wo es hingeht, ist es verdammt hart an der Grenze. Schwierig. Thorsten Chmielus zeigt uns nochmal den Ort, wo alles angefangen hat. Am Rand des Nachbarortes Lünebach, vor fast 20 Jahren. Hier oben, mit ein paar Mitarbeitern. Damals war er froh über jeden 100-Euro-Auftrag. Heute setzt er Millionen um. Macht ihn das stolz? Sicher bin ich da stolz, aber irgendwann, denke ich mal, wird es auch zu groß und zu viel. Ja? Und dann sagt man irgendwann, okay, das war's jetzt. Ja? Aber dann muss man halt an jemand anderen übergeben. Mal schauen. You will see, wann's passiert. Der Weltmarktführer in der tiefsten Eifel. Eine ungewöhnliche Geschichte. Made in Strickscheid.